Hallo und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Jetzt versuchen wir mal, Heli zu fliegen. Okay, here we go. Denke ich. Hoffe ich. Das hat immer noch nicht geholfen. Scheiße, ich steuere mit dem... Guten Morgen, Bürger von Medici. Ich bin, offensichtlich, die neue Stimme des Nachrichtensenders des Generals. Eurer einzigen, legalen Nachrichtenquelle. Eine weitere erfolgreiche Diravello-Woche liegt hinter uns. Kleinere Gruppen von Aufständischen werden von unseren Truppen schon bald vollständig ausradiert. Viva Medici. Der hat überhaupt keinen Bock auf diesen Job. Ah, so singe ich, sehr schön. Ich würde doch mal sagen... Scheiße. Okay. Dann geht nur mal hart runter. Ohne Spaß, was soll der Scheiß? Komm mal, sag mal. Dürfte ich hier mal ran? Thank you.
mal sagen, aussteigen. Wir haben es geschafft. Klar, oder? Ich meine, ich war es und du hast mir geholfen. Wir sind ein gutes Team, oder? Frigo und etc. Wir beide werden das perfekte Filmduo. Wow, ich sehe ja bombastisch aus. Ah, da bist du ja. Dima Ali Umar Al-Masri. Radius nicht gebrochen. Skaphoid intakt. Ah, das Hackenmodell ist veraltet. Antik. Zeit für ein Upgrade. Komm vorbei, wenn du passt. Wenn's dir passt. Man wird sich ja wohl noch mal versprechen dürfen. Ach ja. Der und seine Selfies. Dima, ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh, hallo. Ich muss mir da noch irgendwas einfallen lassen. Irgendwie ist das ganz komisch. Habe ich vielleicht zu viele Programme offen? Nee, oder? Ich weiß es einfach nicht. Es tut mir leid. I'm so sorry. Mission abgeschlossen. Willkommen daheim. Na, danke schon. Dein Greifarm ist sehr veraltet. Komm zu mir für ein Upgrade. Tom ist erstmal hier. Nee. Nee. Abwechslung ist gut. Zeit für ein Upgrade. Hui. Ich sollte mal meinen Auszeiger verstecken. Obwohl. Das sieht man ja nicht. Oh, der Aufstand in Medici ist gefährlicher, als du vielleicht denkst. Komm mit. Ich habe da eine Kleinigkeit, die ich dir zeigen möchte. Komm. Verbessertes Modell. Wir können gleich mit den Tests beginnen. Hast du deinen Fallschirm noch? Sie. Gut. Zum Glück konnten wir die katastrophale Ausfallquote senken. Wir waren vorsichtig, gründlich und auf Sicherheit bedacht. Nicht so wie... Dima. Nicht wie damals in Guatemala. Ich bin nicht für den Feldeinsatz geschaffen, aber du hast mich gerettet. Nach Guatemala sollte ich Bavarium erforschen. Bavarium kommt nur in Medici vor. Sehr seltsam. Abgesehen von seinen magnetischen Eigenschaften kann man es zu einem extrem starken Sprengstoff raffinieren. Oder als Treibstoff verwenden. In den falschen Händen. Oh, Rico, das Bavarium ist in den falschen Händen.
Und genau das werden wir ändern. Ich weiß, dass ich mich auf Mario verlassen kann, Dima. Was ist mit dir? Ich werde alt. Ich habe viele Fehler gemacht, Rico. Vergebung beginnt mit Taten, Dima. Ja, aber ich... Keine Ausreden mehr. Ich werde helfen. Wir treffen uns am Außenposten Guardia Alpha. Du kannst mir beim Test der neuen Ausrüstung helfen. Das ist echt Hölle. Nichts überspringen. Grafik. Komm. Noch irgendwas. Ich hoffe, das kriegt das ein wenig im Griff. Ich empfehle die Schleudertechnik. Greifarm aktivieren, dann beim Einholen Fallschirm öffnen. Ah, gut. Gut, und jetzt komm zu mir nach Guardia Alpha. Benutze den Haken beim Fallschirmsprung. Klinke dich ein und ziehe dich durch die Luft. Wie fliegen? Ich liebe es, mit dem Ding rumzuschwingen. Hier, warte! Oh. Was? So. Explosion verhindert. Explosion? Sicherheit geht vor. Geht's dir gut? Ja, los. Fangen wir an. Ich sollte in deiner Nähe bleiben, um Fehler in deiner Ausrüstung zu beheben. Du hast doch keine Flugangst, oder? Ach Quatsch, ein akrophober Agent. Völlig absurd. Was? Oh, das sind Rebellen. Salut. 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 Was hast du mit mir gemacht? Ah, der Vormarsch der Technologie. Dein Haken wurde auf den neuesten Stand gebracht. Aha, geringeres Risiko von abgetrennten Gliedmaßen. Du kannst jetzt zwei Objekte verbinden und an dich ziehen. Ja, dein Freund Mario hat vorgeschlagen, es Hatchan 03 zu nennen. Aber ich glaube, der Name würde rechtliche Probleme verursachen. Dieser Guardia Alpha wäre doch ein guter Anfang, oder? Zum Beispiel könnte dieses Tor dran glauben. Ja, dann hättest du Zugang zum Außenposten. Oh, mir ist aufgefallen, dass die Rebellen nicht gut über Zäune klettern können.
Falsche Ernährung, würde ich tippen. Ich weiß, dass ihr es nicht leicht hattet, aber das hier ändert einfach alles. Mit dem Teil kann ich den Außenposten auseinandernehmen. Ohne rumballern. Ja, noch ganz so. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge von Just Cause 3. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf, hinterlasst konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal und ciao.